Herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Da wir dieses Jahr nicht umziehen werden, üben wir eins unserer anderen Hobbys aus, die eher ungewöhnlich sind. Wir haben nämlich schon lange kein Auto mehr gekauft. Wirklich schon lange, lustig. Vor 2 Jahren. Aha, trotzdem lustig. Und vor 2,5 Jahren, also vor 2 Jahren den Cupra und vor 2,5 Jahren den Mii. Und wir werden jetzt 2 Autos Probe fahren. Es ist eigentlich fast exakt genau dasselbe Auto 2-mal, was natürlich gut ist, weil dann hat man so einen direkten Vergleich. Ist halt auch dieselbe Motorisierung wirklich, also es sind wirklich nur ein paar Punkte. Oh, sie spricht nicht. Rechts abbiegen. Ach, guck mal, sie spricht nicht. Ich habe da nur bei der Musik auf Pause gedrückt. Ach, na jedenfalls haben wir dann jetzt gleich die 2 Probefahrten. Also es ist auch beim selben Autohaus und sowas. Und das wollten wir euch, da wollten wir euch mitnehmen, wollten wir euch mal zeigen. Und ihr dürft jetzt gerne in den Kommentaren raten, welches Auto dafür weggehen wird, weil das brauchen wir jetzt noch nicht irgendwie anteasern. Das ja, schreibt es gerne mal rein. Vielleicht auch, wenn ihr wisst, was wir dann Probe fahren. Wobei das eigentlich, muss ich ehrlich sagen, das sagt überhaupt nichts aus. Ja. Deswegen bin ich mal gespannt, was ihr da ratet. Genau, und wenn wir dann gleich da sind, dann ja, zeigen wir euch mal, was wir uns da so ausgeguckt haben. So, in was sitzen wir wohl? Ja. Haben uns ja irgendwie gerade schon auf den ersten. Das war nicht von vorne, da durfte ich nicht durchfahren. Da, sag mal, kennst du die Schilder, die an der Straße stehen ich oder nicht? Ich habe sogar gerade dafür unterschrieben, dass wir nach STVO fahren. Ja, ja, wonach sieht es denn aus? Wir können dann. Ist kalt. Naja, ja, und das ist immer noch ein Diesel. Naja, und? Was willst du jetzt von mir? Na, den kannst du auch bei 50 in der 3 fahren. Ich kann auch jetzt schon auflösen. Wir sitzen in einem VW Caddy. Ich drehe auch gleich mal die Kamera und wir werden auch demnächst irgendwo mal anhalten und den dann mal von außen inspizieren. Wir werden dann noch ein Caddy-Probe fahren und wir haben, also das war jetzt schon wieder so richtig dumm von mir, wir haben jetzt erst gerafft, dass der zweite Caddy nur auf einer Seite eine Schiebetür hat, was bei uns eigentlich ein Ausschlusskriterium war. Ansonsten wären die wirklich gleich aufgewiesen von dem, was sie halt können. So. Das wäre wirklich nur jetzt der optische Eindruck und der Eindruck beim Fahren und so, der entscheidend wäre. Aber diese Schiebetür ist schon sehr entscheidend für mich. Ja, was halt für dieses Auto spricht, es hat eine Standheizung. Das ist ganz nett. Und ja, so sieht es von innen aus. So, jetzt gucken wir mal, was das Ding drauf hat. Oder ist hier 70? Ey, ist noch kalt, Alter. Ich guck hier nicht, was das Ding drauf hat. Ich fahre 100 und entspannt. So, was willst du jetzt? Du hast mir gerade die ganze Zeit in den Ohren gelegen. Ja, das ist ja ein Diesel und den musst du anders fahren. Und jetzt sagst du mir, wir gucken mal, was das Ding drauf hat. Nach 2 Metern. Okay, okay, okay. Ja, schauen wir gleich nochmal. Wir gehen gleich nochmal rum im Wald. Ich versuche mich jetzt erstmal hier mit diesem Ding hier zu verbinden. Jetzt inspizieren wir den nochmal und dann tauschen wir, dass ich auch mehr fahre. So. Das Wichtigste, diese Tür. Ah ja, der hat hier hinten solche Tische und so ein Kram. Sieht eigentlich ganz nett aus. Oder was sagen Sie? Ja. So. Ach, Scheiße, das muss ich hier dran rumstellen. Wir sitzen im Vergleichsfahrzeug. Ich was halt. Moment, hat der andere AdBlue gehabt? Weiß ich nicht. Weil der hat's. Aber es ist derselbe Motor. Ich habe in den Tanken die auch nicht reingeguckt. Ja, das Auto hat halt einfach hinten keine Tür an der Seite und hat halt generell auch keine Verkleidung. Also das hier ist eher so ein Baufahrzeug. Es riecht auch entsprechend. Das ist jetzt nicht böse gemeint dem Auto gegenüber, aber es ist halt kein Vergleich. Siehst du, das Auto fühlt sich jetzt innerlich verletzt dadurch, durch diese Aussage? Ja, aber, also es stinkt halt. Es hat... ansonsten, es hat eine ganz normale Klimaanlage, Sitzheizung. Ja, aber ich habe mich, also ich weiß nicht, welche Knöpfe fehlen. Genau, oh. Ich finde den Geruch echt eklig. Ja, aber ansonsten, dafür hat es ein Multifunktionslenkrad. Aber ansonsten, also es ist halt sehr, ich sag mal, schlicht gehalten. Wir fahren das jetzt aber nur tatsächlich, also als ich das mit der Tür gesehen habe, und es war übel dumm von mir, dass ich das bei Mobile nicht gesehen habe. Aber wir fahren das jetzt nur, um halt den Motorvergleich zu haben, weil es ist derselbe Motor mit weniger Kilometern.
Und da war es uns einfach wichtig, nochmal zu gucken, ob es da irgendwelche Unterschiede gibt. Einmal nochmal das Prachtexemplar von außen, ist halt blau, ne? Und hat hier vorne einfach eine Plastikstoßstange. Ansonsten ist halt ein Caddy. Hat plastikverkleidete Spiegel. Blende, Sonnenblende siehst du auch ganz gut. Ja, ich habe das schon gesehen und mich vorhin geekelt. Wir haben gerade ein Auto gekauft, und zwar das silberne, logischerweise nicht das stinkende blaue. Genau, und das wird sich jetzt die nächsten Tage, alles, was dafür halt notwendig ist, wird gemacht. Zulassung, oh Gott, so ist besser. Zulassung und so. Genau, und dann mal gucken, wann es da ist, wann es halt alles fertig ist. Das ist ja immer ein bisschen Papierkram, also es dauert ja alles immer ein Stückchen. Genau, aber so ist jetzt der Stand und ja, wir halten euch auf dem Laufenden, wie es weitergeht. Und ach so, zur Abholung. Na, abholen wirst du das sicher alleine, denke ich mal. Siehst du, da haben wir gar nicht geguckt, mit wie. Was denn? Na, mit dem Zug, wie hier die Verkehrsanbindung ist. Da müssen wir dann nochmal schauen. Wenn es da ist, dann zeigen wir es euch nochmal. Als ob da ein Fahrrad hinten reinpasst, von der Länge her. Sicher? Natürlich. Ich weiß schon, dass du dann mit meinem rosanen Fahrrad fahren musst. Neben dem neuen Auto gibt es auch für uns noch andere Dinge zu organisieren. Ich weiß nicht, ob ich das jemals schon mal angesprochen hatte, aber Karl kommt ja dieses Jahr in die Schule. Und auch wenn es jetzt noch ein bisschen Zeit ist, man muss für die Schulanfangsfeier oder generell, muss man ja... Also mit der Schulanmeldung, das passiert ja im Vorjahr immer. Aber dann jetzt in Bezug auf die Feier muss man so viel eher schon alles organisieren. Also Location, Catering und sowas. Das ist echt richtig krass. Die Location haben wir letztes Jahr schon geklärt. Und beim Catering sind wir jetzt gerade dran. Also Kaffee trinken, Catering ist schon auch geklärt. Alles schon unterschrieben und so. Abendbrot kriegen wir bald ein Angebot. Um die Deko kümmern wir uns selber, das wird richtig cool. Da habe ich aber tatsächlich mir auch schon Gedanken gemacht. Also ich sag mal so ein Konzept von Farben, vom Stil her. Ich meine, beim Schulanfang ist es relativ klar, da macht man so thematisch, also da macht man keine Motto-Party, so wie vielleicht beim Geburtstag oder so. Da ist es thematisch ja auf Schulanfang logischerweise alles abgestimmt. Aber trotzdem... Ja, weiß ich nicht, so vom Generellen, vom Konzept her, was weiß ich, Farben, Art der Deko. Und das muss man natürlich immer in den Raum anpassen. Das ist natürlich halt der Vorteil, wenn man dann zuerst die Location hat und alles. Aber da habe ich mir auch schon Gedanken gemacht. Und dann ist halt noch ein Thema, womit wir, also da bin ich sehr unschlüssig, aber da könnt ihr mir auch gerne mal eure Erfahrungen in die Kommentare schreiben, wann man die Einladungen verschickt. Das Ding ist, dass wir eigentlich allen Leuten oder fast allen schon mal mündlich Bescheid gesagt haben, wann das Datum ist, damit die sich das einfach frei halten, weil es ist halt eine blöde Zeit, Urlaubssaison und so, aber das haben wir schon gemacht. Trotzdem müssen wir die Einladungen verschicken und ja, ich habe gegoogelt, das ist auch schon wieder so richtig typisch, wenn man so eine ganze Frage bei Google eingibt. Ich habe da irgendwie eingegeben, wann verschickt man die Einladungen für den Schulanfang oder sowas. Und solche Fragen stellen aber Leute auch in Foren. Und da kamen dann aber auch Antworten raus von wegen 3 Monate vorher oder 2 Wochen vorher oder sonst was. Es ist halt wirklich echt, hängt davon ab, wie viele Leute man einlädt und so. Aber ich bin mir da halt gerade noch nicht so ganz sicher. Dann hoffe ich, das Video hat euch gefallen. Beim nächsten Video, ich weiß noch nicht, ob beim nächsten oder beim übernächsten, aber demnächst ist dann das Auto auch da. Also das muss ja, wie gesagt, noch angemeldet werden. Dass sowas dauert halt, es kriegt frischen TÜV und frische Durchsicht und noch neue Reifen und so ein Scheiß. Also es ist halt alles so, es dauert einfach seine Zeit. Ja, aber wir werden euch das ganz bald zeigen und wir werden euch auch ganz bald mitnehmen, wenn unser anderes Auto, das eine von beiden, was gehen muss, wenn das wegkommt. Ich muss ehrlich sagen, ich bin aktuell noch nicht so traurig, weil ich das
total verdränge. Ich weiß halt auch nicht, warum ich das so gut kann, das zu verdrängen. Das habe ich eigentlich bis jetzt immer geschafft. Wir haben ja jetzt schon, also das ist auch wieder richtig wild, wir haben jetzt schon so viele Autos gehabt. Ich habe jetzt neulich mal rausgesucht, was wir jetzt alles schon gefahren sind in den letzten Jahren. Und die Autos wurden ja immer wieder verkauft. Bei manchen Autos war ich traurig, bei manchen nicht. Aber ich habe es immer geschafft, bis zur letzten Sekunde es zu verdrängen. Und bin danach erst traurig geworden. Tim ist jetzt schon sehr traurig, zumindest wenn man dran denkt. Und ich fühle mich auch immer schlecht, wenn ich darüber rede oder so. Aber wir müssen ja noch so Sachen klären, so keine Ahnung. Wann wird das Auto ausgeräumt? Wann wird es sauber gemacht und so? Also zumindest entmüllt und sowas, was man halt vorher macht, bevor man es abgibt. Und deswegen, ja, also es ist schon echt wild. Und heute, beginnt die letzte Woche, wo wir das Auto haben. Wir hoffen natürlich, dass das andere dann vorher da ist, weil mit einem Auto ist also da, wo wir jetzt wohnen, Katastrophe. Also in Leipzig war das ja kein Ding, aber hier geht es gar nicht. Ich sehe mich da auch nicht mit irgendwelchen öffentlichen oder Zügen oder so einem Scheiß fahren. Also das ist auch teilweise gar nicht möglich von der Verkehrsanbindung her. Deswegen müssen wir da einfach mal gucken. Aber also es ist halt echt krass, wie sehr man doch merkt, dass man halt, wenn man nicht in der Großstadt wohnt, auf das Auto, beziehungsweise in unserem Fall halt auf zwei Autos angewiesen ist. Ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video.